Capri-Sonne, beziehungsweise Capri-Sun. Keiner mag es, dass es geändert haben. Ejo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute testen wir Drinks von Sunkist. Also ich habe hier diese Dose einmal Orange, dann habe ich hier Apfel, Traube, Johannisbeere, Zitrone natürlich und noch die beiden Trinkpacks, Kirsche und Orange. Die testen wir heute, denn ich wollte Sunkist schon länger mal testen. Watermelon gibt es auch noch, aber Watermelon haben wir schon mal getestet. Deswegen habe ich sie jetzt nicht dabei. Ich verlinke euch das Video mit der Watermelon-Limo da oben. Wir testen heute die anderen Sorten. Ich würde sagen, let's go mit dem Video. Viel Spaß. Ich dachte mir, bevor wir die leckeren Limonaden testen, probieren wir es hier mit diesen Säften. Und damit fange ich an mit Sunkist Orange. Erinnere mich so ein bisschen an, ja, ich würde sagen Capri-Sonne, beziehungsweise Capri-Sun. Keiner mag es, dass es geändert haben. Auf jeden Fall, ja, probiere ich jetzt mal hier diese Orange. Hier steht Erfrischungsgetränk, aber ich denke so ähnlich wie Capri-Sun. Und wir probieren es jetzt mal. Auch hier ist hinten so ein schöner, ja, Strohhalm. Der ist leider nicht ganz so umweltfreundlich. Aber naja, stecken wir ihn mal hier rein. Und dann probieren wir das Ganze. Ja, wie ich mir dachte, ist sehr, sehr ähnlich zu Capri-Sun. Aber ich finde es ein bisschen besser. Es ist ein bisschen süßer, kann sein, dass mehr Zucker drin ist. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Mir schmeckt es besser. Also Sunkist und Capri-Sun, dann passt es eigentlich doch ganz gut. Schmecken beide sehr, sehr lecker, aber Sunkist finde ich ein bisschen besser. Ich werde jetzt hier keine Sternbewertung abgeben, weil ich mir denke, ganz ehrlich, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage ich es machen soll. Deswegen sage ich einfach, ob es gut schmeckt oder nicht und wie es schmeckt. Und Sunkist Orange schmeckt auf jeden Fall gut und ähnlich der Capri-Sun Orange. Ist natürlich auch wie Capri-Sun ohne Grund. Gleich hinterher Sunkist Kirsche probieren. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Schmeckt wirklich wie Capri-Sonne, Kirsche, nur auch ein bisschen süßer. Also die schmecken einen leichten Tick süßer als die Capri-Sonne Sachen, aber auch sehr, sehr ähnlich. Schmeckt in den Sommer, passt also perfekt auch jetzt. Sunkist, Kirsche und Orange kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer es ein bisschen süßer mag als Capri-Sonne, jetzt nicht krass, aber ein bisschen, der ist mit Sunkist gut bedient. Jetzt kommen wir zu der Sache, warum ich es eigentlich unbedingt testen wollte, nämlich wegen den Limonaden von Sunkist. Sind in Amerika sehr bekannt, hier in Deutschland kennt man es weniger. Wie gesagt, ich kenne selber auch keine von den Dingen. Also wir testen das hier wirklich völlig blind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Lemon an. Das hier ist Sunkist Lemon. Lemon Lime steht drauf. Als Zitronen-Limetten-Erfrischungsgetränk. Nicht nur Zitrone. Ich glaube jetzt nicht, dass es ähnlich wie Sprite schmeckt. Aber wir schauen mal, vielleicht schmeckt doch ähnlich wie Sprite. Erstmal riechen. Es riecht aber Sprite-mäßig. Okay, testen. Schmeckt aber gar nicht wie Sprite. Fällt mir schwer, hierzu was zu sagen. Ich weiß es irgendwie nicht. Also es schmeckt auf jeden Fall null wie Sprite. Auch nicht wie Fanta Lemon, was ich auch mir gedacht haben könnte, dass es so schmeckt. Schmeckt ganz anders. Aber ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Man weiß, dass Lemon Lime ist, schmeckt man sowohl Zitrone als die Limette raus. Wüsste ich es jetzt nicht, weiß ich es nicht, aber wenn man es weiß, schmeckt man es raus. Und eigentlich finde ich es nicht verkehrt. Also es ist jetzt nicht krass oder sowas. Aber schon lecker. Also, ja, wenn man Zitronen- und Limettengeschmack in süßer Limonadenform mag, ist Sunkist Lemon Lime nicht verkehrt. Dann machen wir als nächstes Orange und jetzt bin ich gespannt. Schmeckt es ähnlich wie Fanta? Schlechter oder besser? Weil jetzt hier auch wieder drauf steht Orangen-Zitronen-Limonade. Fanta ist eine reine Orangenlimonade. Testen wir es. Bewegt sich auch weit weg von Fanta, würde ich sagen. Ist schon näher als jetzt das Zitronen-Sunkist an Sprite, aber auch das bewegt sich weit weg von Fanta. Und da muss ich der Coca-Cola Company einfach mal ein Kompliment machen. Fanta ist besser. Sunkist Orange schmeckt jetzt nicht scheiße oder sowas, nicht falsch verstehen. Aber alle Zitronenlimonaden, ob es jetzt Fanta ist, ob es Mirinda ist, ob es irgendwas anderes ist, die sind alle besser. Ganz ehrlich, Sunkist Orange ist nicht so gut. Es ist, wie gesagt, nicht scheiße. Nicht falsch verstehen. Aber wenn es mit anderen Orangenlimonaden, ja, vergleicht, ist es nicht so gut. Dann kommen wir jetzt zu Sunkist Fruit Mix und ich habe schon gesagt, das ist Apfel,
Traube Johannisbeer Getränk. Bin ich sehr gespannt, weil ich kenne jetzt diese Kombination in keine Form, limonadenmäßig. Ich bin gespannt. Ich mag Apfel, ich mag Johannisbeeren. Trauben, wenn sie nicht in Getränkform sind, normalerweise auch. Wir gucken mal. Ja, so würde ich mir den Geruch auch vorstellen. Ich habe gerade mal kurz drin gerochen. Also. Ja, sehr lecker, wie ich erwartet hatte. Nur schmecke ich überhaupt keinen Apfel raus. Und ich sage immer, ich mag Trauben in Getränkform nicht. Stimmt gar nicht. Traubenlimonade mag ich sehr, sehr gern. Und das ist ja Limonade. Also Traube schmeckt man raus, Johannisbeere schmeckt man raus. Ich finde es mega lecker. Kann ich nur empfehlen. Weil auch so in der Form kenne ich es gar nicht. Wie gesagt, den Apfel schmecke ich jetzt nicht raus. Ist aber nicht schlimm. Traube, Johannisbeere schmeckt auch mega lecker. So, jetzt haben wir die ganzen Sandkisten, Limonaden oder auch die beiden Säfte mal probiert. Kann ich empfehlen. Wie gesagt, die Orangenlimonade kann man drüber streiten, ob man die jetzt wirklich braucht. Ansonsten ist Sandkist auf jeden Fall meine Empfehlung. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, sagt gerne mit einem Daumen nach oben. Und da bleibt schon nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.